Zurzeit fühle ich mich wirklich nicht gerade gut und es sind ja gerade mal 2,5 Tage nach der Operation vergangen und hatte wirklich, man kann sagen, ich hatte noch Glück gehabt, klar war das ein richtiges Bad Luck for me, aber ich habe einen riesen guten Start gehabt und ich war einfach zu schnell in der ersten Kurve, kann man wirklich sagen. Wenn ich vielleicht eine Sekunde noch schneller wäre oder eine Sekunde langsamer gewesen wäre, wäre das Bike an mir vorbeige geflogen, aber ist halt nun mal geschehen und man kann da nichts mehr dran machen. Und die Doktoren hier in Monza haben eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht, sodass ich wieder schnell fit wäre. Und ich bin froh, dass ich auch wieder schnell nach Deutschland zurückgehen kann, sodass ich mit meinen Doktoren zusammenarbeiten kann, dass ich schnellstmöglich auf dem Motorrad wieder zurück kann. Und ich weiß, dass ich habe sehr, sehr viel Fanpost und auch mein Team, mein ganzes Team war hier im Krankenhaus. Ich weiß, dass alle hinter mir stehen und mir die Daumen drücken. So, das ist eine gute Motivation, um schneller zurückzukommen. So, hallo alle Fans oder meine Familie, alle Freunde. Das ist mein erstes Interview nach dem Crash und war wirklich ein ja, sehr, sehr unglücklicher Sturz. Hat einen sehr wunderguten Start und leider eigentlich zu schnell gewesen. Wenn ich eine Sekunde vielleicht später dran gewesen wäre, wäre das Motorrad an mir vorbei gescharrt. Aber da kann man leider nichts mehr machen. Die Operation ist sehr, sehr gut verlaufen. Ich bin immer noch in Monza, hoffe, dass ich Ende der Woche nach Hause kommen kann und wollte mich nochmal an allen die Fans bedanken, die mir so viele E-Mails geschrieben haben an meiner Webseite und auch auf mein Handy. So. Also ich habe heute schon, sitze hier das erste Mal in Rollstuhl wieder und fange schon mit ein paar Bewegungen an. Und ich kann zwar lachen, aber trotzdem, ich habe noch schon viele Schmerzen und es wird schon noch etwas dauern. Aber ich denke, wenn ihr mir alle die Daumen drückt und ich weiß, dass ihr mir die Daumen drückt und ihr steht alle hinter mir, so dass ich schnell zurückkommen kann, so dass ich halt schnell wieder auf dem Bike ganz vorn mitfahren kann. Danke.